Es ist wieder September, der verrückteste Monat für Techniktester. Alles voller Karton hier. So viele Sachen zu testen. Gerade ist die hier angekommen. Die Apple Watch Ultra, die Vorabversion, die muss ich noch eine Woche lang geheim halten und heimlich testen. Aber wenn ihr dieses Video seht, ist die schon lange nicht mehr geheim. Ein anderes Gerät ist nämlich auch vorab bei mir eingetrudelt. Ein sehr großes Fenster. Oh, du meine Güte. Karton umgefallen. Eine sehr, sehr große und sehr, sehr schwere Box. Was da wohl drin ist. Schauen wir mal rein. Da mal rauszoomen, dass man vielleicht ein bisschen was davon sieht. Schon, ich muss hier mal umbauen für große Geräte. Schon bei dem Solarkollektor war es ja schwierig. Wenn das nur gut geht. Und es ist der Sub Mini von Sonos. Genau, der kleine Subwoofer. Ewig gab es Gerüchte, jetzt gibt es ihn offensichtlich. Und ich bin außerordentlich gespannt auf diesen Test. Ich hatte noch nie einen Subwoofer. Wir wohnen in einem sehr alten, sehr ringhörigen Haus. Da ist es nicht die beste Idee vermutlich. Aber ich werde es mal ausprobieren. Aber jetzt müssen wir es fertig auspacken. Erstes haben wir das Kabel. Mal schauen, ob es weiß ist. Das war ja der große Fauxpas damals bei der Arc, dem Arc. Da war das Gerät wunderschön weiß und das Kabel war schwarz. Aber Sonos hat gelernt. Schönes weißes Kabel. Jetzt ist der Test gelaufen, jetzt bin ich zufrieden. Nein. Ja, die Kartonschlacht hier nimmt kein Ende. Zum Glück sind die Hersteller da inzwischen viel, viel besser geworden. Fast keine Plastikverpackungen mehr. Das ist natürlich großartig. Erstens besser für Umwelt, besser für Recycling und auch besser zum Verstauen, Auspacken, Wegschmeißen. So, da ist das Ding. Das Ding ist richtig schwer, muss es vermutlich auch sein für das, was es ist. Das Design ist auch lustig da mit diesem Loch. Hallo. Richtiger Kraftakt, das Ding da in die Kamera zu halten. Hat es irgendwelche Bedienelemente, die man noch zeigen müsste? Hier ist der Sonos-Knopf. Und irgendwo muss der Strom noch rein. Ah, schlau. Hat relativ hohe Füßchen, da geht der Strom, das Kabel da vermutlich unten durch. Hier Netzwerk, hier Strom. Ich bin schon ganz außer Atem vom Umdrehen dieses Dings. Aber hat es nicht geheißen, die Apple Watch Ultra sei für Extremsport? Ich nenne das jetzt Extrem-Unboxing. Ja. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr elegant aus. Ist wirklich etwas, was man sich in die Wohnung stellen könnte. Ich bin ja super picky, was man wirklich in die Wohnung stellt. Wenn es nicht irgendwie weiß und dezent ist, dann gefällt es mir nicht und dann will ich es einfach nicht haben. Und das stört vermutlich nicht so. Sieht auch nicht zu techy aus. Aber ich gehe das jetzt in aller Ruhe ausprobieren und melde mich gleich wieder, wenn ich es ausführlich getestet habe. Also einen Moment Geduld.
bin ich wieder. Draußen gießt es aus Kübeln und man wäre jetzt lieber drin und würde einen Film gucken, aber ist halt nicht. Nein, Zeyer sitzt hier und plaudert. Macht er ja auch gerne. Nein, ich habe den Sub mit nach Hause genommen, wieder gemerkt, wie unglaublich schwer das Ding ist. Hat halt wirklich ein Gewicht, sowas. Braucht es halt auch dafür. Und zu Hause installiert. Installation ging diesmal kinderleicht. Bei Sonos hatte ich auch schon Probleme mit der Installation, diesmal überhaupt nicht. Man schließt es an den Strom an, die App sagt sofort, willst du das neue Gerät verbinden? Ja bitte, mit der Arc, der Soundbar und voilà, fertig. Dann habe ich Filme geguckt, aufgedreht und es klang großartig. You think you know what is real and what isn't. What is light? What is dark? Now, forget all you know. Come with me. Willow. We're looking for the sorcerer, Willow. I was told that once long ago you defeated the forces of evil. You remind me of your mother. My dear friend, I thought I could prevent... Ja, ich hab's ja im Unboxing-Teil schon gesagt, ich hatte keine Ahnung, wofür man sowas möchte, so ein Sub, weil der Arc klingt ja bei uns zu Hause schon großartig. Was möchte man noch mehr? Viel besser als Fernsehton, Musik klingt toll, Filme klingen wie im Kino, nein, nicht ganz wie im Kino, aber schon fast wie im Kino, also macht einfach Riesenspaß, damit Filme zu schauen. Und dann kommt da dieser Mülleimer daher und soll alles besser machen und er macht es wirklich besser. Ist wirklich surreal, was dieses bisschen Gewummere ausmacht. Filme wirken so viel mehr wie im Kino. Ich bin wirklich absolut überrascht, dass dieses, ist halt wirklich etwas so groß wie ein Mülleimer. Sieht ein bisschen eleganter aus, aber mini ist es übrigens auch nicht. Also ich habe es im Video kurz gesehen, es ist ein großes Ding. Für Sonos-Verhältnisse ist es ein Mini. Für Anfänger wie mich ist es ein Riesenteil, was man auch noch zu Hause aufstellen muss, aber... Es ist wieder mal eines dieser Testgeräte, was man ungern danach wieder weggibt, weil man ist jetzt verzogen, oder mindestens ich bin es. Filme klingen damit wirklich so viel besser als vorher. Ich habe das wirklich unterschätzt mit diesen Subwoofern. Ich dachte immer, ja, das ist etwas so für diese Hi-Fi-Nerds und ich brauche sowas doch nicht. Geldverschwendung. Ja, ich sehe jetzt ein, dass es einen Reiz hat, sich sowas auch noch aufzustellen. Und wenn es so einfach ist wie mit dem Sub Mini von Sonos, dann kann man da wirklich ein Auge zudrücken. Mir graut ja jeweils davor von diesen unglaublich komplizierten Heimkino-Soundanlagen, wo die Leute da alles Mögliche aufstellen und basteln und das dann schon unglaublich kompliziert. Nein, den schließt man einfach an. Er verbindet sich halt mit Funk über das Sonos-System und die übernehmen alles, ich muss mich dann um nichts kümmern und es klingt einfach gut. Ja, dieses TruePlay gibt es halt immer noch. Das finde ich immer noch ein Nachteil von Sonos, dass man nimmt dann das iPhone, übrigens auf dem iPhone 14 funktioniert es noch nicht, erst auf dem iPhone 13, sie müssen das noch nachrüsten. Und dann wedelt man da halt mit dem so rum und misst den Raum aus. Erstens finde ich, der Lautsprecher soll das bitteschön alleine machen, hat ja Mikrofone drin. Die HomePods können das. Warum kann das Sonos nicht? Obwohl Sonos kann es ja auch beim Kleinen. Beim Roam geht es ja auch. Einfach bei der Arc und beim Sub geht das halt nicht. Ich möchte, dass der Lautsprecher das alleine macht. Ich möchte das nicht selber machen. Und dann kommt ja dazu, dass bei uns die Böden so knarzen. Darum kann ich nicht rumlaufen, wenn ich mit dem Handy winke. Ich setze mich dann immer aufs Sofa und mache einfach ein bisschen rauf und runter und hoffe, dass es bald vorbeigeht und mich niemand dabei sieht, wie ich da mit dem Handy wedelnd auf dem Sofa sitze. Nein, ich muss sagen, der Sub hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Wohlgemerkt, der Sub Mini. Aber in unserem Sprachgebrauch zu Hause ist es jetzt einfach der Sub, weil, wie gesagt, Mini ist das Ding nicht. Aber es hat wirklich großen Spaß gemacht, das Ding zu testen. Und für mich war es wirklich eine Horizonterweiterung, wenn auch eine akustische. Das war wirklich sehr, sehr eindrücklich und spannend. Was man auch noch sagen muss, Sonos empfiehlt den Mini ja für... die billigeren Soundbars für die Ray und den Beam. Ich empfehle den ungeniert auch für den großen Arc. Das ist ja das teuerste Modell, das beste. Ich finde, es ergänzt es trotzdem sehr, sehr gut. Ich brauche nicht wahnsinnig viel von diesem Gebrummel, Gewumms. Für mich hat das völlig gereicht und wir haben ein sehr großes Wohnzimmer. Das noch größere Sonos-Ding, da sie haben ja noch einen größeren Subwoofer, das wäre bei uns wohl Overkill. Zudem ist er auch nicht so hübsch.
Nein, ich muss sagen, der hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr spannendes Gerät. Kommt voraussichtlich auf meine Empfehlungsliste. Ich mache immer zu Weihnachten für den Tagesanzeiger, für die Zeitung, für die ich arbeite, so Geschenktipps. Und da kommt er auch mit drauf. Ist ja auch gerade noch so unter der magischen 500-Franken-Grenze. Für ein großes Geschenk geht er gerade noch durch. Und wenn man irgendwie zu Hause jemanden hat, der schon so noch Sachen hat, ist natürlich eine tolle Ergänzung. Auch Musik klingt darüber natürlich schon nochmal einfach, ja, nochmal besser. Ich bin da wirklich ein bisschen überrascht, dass das Ding so viel ausmacht. Weil wenn man davor liegt und das Ohr dran hält, macht es einfach so bum, bum, bum. Aber macht viel aus. Ich bin wirklich überrascht. Das war wirklich mal ein Test, wo ich null Erwartungen hatte, keine Ahnung hatte und nachträglich sagen muss, ja, ich verstehe jetzt die Leute, die dafür Geld ausgeben. Falls ihr noch Fragen habt zum SAP Mini, schreibt mir die unten in die Kommentare, falls ihr nur schreiben wollen. Wir haben es schon immer gewusst, Raphael, du hast einfach keine Ahnung. Könnt ihr auch gerne schreiben, lese ich auch immer gerne. Hält einem geistig an Boden. Ja, immer sehr heilsam, wenn man sieht, dass es Leute gibt, die mehr wissen als man selbst. Falls das Video gefallen hat, Daumen nach oben. Falls ihr findet, ihr wisst alles besser, Daumen nach unten. Falls ihr noch nicht habt, Abo abschließen und dann sehen wir uns im nächsten Video.